Leute, was geht? Ich bin so Rebecca, ich bin wieder da mit einem lang ersehnten Video für euch. Ja, so viele haben danach gefragt, also wirklich richtig viele. Unter jedem meiner YouTube-Videos habe ich diesen einen Kommentar gesehen. Becky, was ist mit deinem Crush? Was ist mit deinem süßen Nachbarn? Wir brauchen Infos. Ja, und ihr habt das extrem immer mit Daumen nach oben hochgevotet. Dann, meine Instagram-DMs waren voll. Jede zweite war immer mit, Becky, was ist mit deinem Nachbarn? Becky, seid ihr jetzt zusammen? Und so weiter. Also, oh mein Gott, so viele haben gefragt. Auch unter meinen Bildern auf Instagram habe ich schon Kommentare gelesen. Deswegen dachte ich mir, gibt's heute die Infos, die ihr gerne hören möchtet, beziehungsweise, ja, sehen möchtet, zu meinem zweiten Date mit meinem Nachbarn. Wir haben uns getroffen. Es hat stattgefunden und es ist, was ich schon mal verraten kann, nicht in der Katastrophe geendet. Zum Glück. Es ist nichts Schlimmes passiert. Ich bin nicht im Krankenhaus gelandet. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht peinlich verhalten, denke ich, hoffe ich. Also, meine Tollpatschigkeit ist zu Hause geblieben anscheinend. Hat mal gedacht, so, okay, ich mache mal Urlaub. Aber es ist was passiert, aber dazu nachher mehr. Natürlich lasse ich so mega persönliche Sachen weg. Also, das gehört auch gar nicht hierher. Also, was er mir so vielleicht erzählt hat und so weiter. Das bleibt privat. Aber was so passiert ist und was wir so gemacht haben und so, erzähle ich euch heute auf jeden Fall. Und falls ihr euch jetzt fragt, Becky, was, wer, ich verstehe gar nichts, ich verstehe nur Bahnhof, was für Date, hallo, habe ich irgendwas verpasst? Ja, wahrscheinlich. Und zwar, womit fing das an? Ich glaube, das fing damit an, als ich meine beste Freundin geprankt habe, dass ich heimlich einen Freund habe. Ich glaube, damit fing es an. Dann WhatsApp-Prank an meinen Nachbarn. Und dann das erste Date-Video, was im Krankenhaus endete. Schaut es euch am besten an, dann wisst ihr Bescheid, dann seid ihr up to date. Und dann versteht ihr, glaube ich, die ganze Story und wie das Ganze zusammenhängt. Auf jeden Fall, oh nee, Kopf oder Zahl auch noch. Da habe ich ja ein zweites Date geregelt mit meinem Nachbarn. Wie fing das ganze Treffen jetzt also an? Er hat mich im Treppenhaus abgeholt. Im Treppenhaus getroffen. Vor der Tür abgeholt. Ja, ist ja nicht mal. Der musste runterlaufen. Das klingt so komisch. Wenn du deinen Nachbarn datest, das klingt alles so komisch. Ihr wisst wahrscheinlich aber, was ich meine. Er hat geklingelt, als er unten war. Und ja, ich bin dann rausgekommen und wir sind dann losgegangen. Aber bevor wir losgegangen sind, Leute, er stand da, als ich die Tür öffnete, wieder mit Rosen. Ich dachte mir so, oh mein Gott, ernsthaft jetzt? Wie süß ist das denn? So süß. Ich meine, es hätte überhaupt nicht sein müssen. Und diesmal waren es Gott sei Dank nicht so viele Rosen, wie ich davor geschenkt bekommen habe. Und es waren keine rote Rosen diesmal, sondern solche, ja, so orangene Rosen. Mega schön. Ich wusste gar nicht, dass solche orangenen Rosen echt schön sein können. Das war auch auf jeden Fall schon so ein Bündel. Aber das habe ich auch auf Instagram, meine ich, geteilt. Ich hatte ja eine kurze Story dazu hochgeladen, beziehungsweise euch die Blumen gezeigt. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie rausgezogen oder so, weil ich meine, ich habe das nicht auf meinem Handy gespeichert. Aber wenn, dann blende ich euch das hier ein. Ja, die habe ich von ihm geschenkt bekommen, gleich zu Anfang. Und ja, er hat mich umarmt. Da dachte ich auch schon so, okay, okay. Damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet. Und ja, ich habe die Blumen dann schnell hier in eine Vase gesteckt. Die konnte ich ja wenigstens in eine Vase stecken. Ich habe eine einzige Vase, wo sonst so Plastikblumen drin sind. Da habe ich die reingetan. Und dann sind wir losgegangen zur U-Bahn gemeinsam. Und ja, wir haben beschlossen, den Hauptbahnhof rauszulassen. Nie wieder Hauptbahnhof. Er hat ja sein Versprechen gegeben, dass er auf mich aufpassen wird. Und das hat er auch eingehalten. Er hat wirklich auf mich aufgepasst. Mega süß. Er hatte auch die ganze Zeit irgendwie darauf geachtet, dass ich nicht irgendwie falle oder sonst irgendwas passiert. Also, ja, deswegen bin ich nicht gestolpert. Deswegen ist kein Unglück passiert. Also sind wir zum Jungfernstieg gefahren. Es sind zwar auch ziemlich viele, aber jetzt zu der Jahreszeit so, wo es kälter ist, eher weniger. Und das war auch eine gute Idee, glaube ich. Vor dem Hauptbahnhof hätte ich selbst Angst gehabt. Und was wollen wir dort? Also wir wären jetzt nicht mit dem Zug irgendwo hingefahren. Also wäre eh voll unnötig gewesen. Und ja, wir haben jetzt nichts Spektakuläres gemacht irgendwie. Eigentlich war es ziemlich einfach und ja, vielleicht für einige total langweilig, aber wir sind einfach nur spazieren gegangen quasi. Also wir sind um die Alster so rumgelaufen. Für alle, die aus Hamburg sind oder vielleicht mal in Hamburg waren, ihr kennt bestimmt diesen Alsterbereich, da wo man auch vorne sitzen kann. Also wenn man aus Jungfernstieg rausgeht, da gibt es so Steintreppen, da sitzen aber super viele immer. Da sind auch solche Boote und so weiter. Ja, da sind wir einmal rumgelaufen. Und danach, als wir die Runde fertig hatten, sind wir noch um die Außenalster gelaufen. Ich meine, das heißt so. Ich
glaube schon. Ja, es gibt noch einen anderen Alsterbereich auf jeden Fall. Da sind wir auch noch rumgelaufen und zwischenzeitlich haben wir uns mal auf die Bank gesetzt und wir haben einfach nur geredet bzw. uns irgendwie ein bisschen gedisst. Zwischendurch! Das klingt so komisch, also einfach nur geneckt so ein bisschen. Da haben wir so Sprüche rausgehauen. Oh mein Gott, er fing damit an. Er fing an. Und ich dachte erst so, woher kommt das jetzt und magst du mich jetzt nicht oder was ist das jetzt? Oder meinte er so, ach Scherz und ja, dann haben wir die ganze Zeit uns so gegenseitig geneckt. Vielleicht kennt ihr das ja, aber ich finde das irgendwie lustig, weil das lockert so ein bisschen die Stimmung auf und dann ist das Ganze nicht so verkrampft und es gibt nicht diese Momente, wo einfach nur Stille herrscht. Kennt ihr diese unangenehme Stille? Davor hat jeder Angst, glaube ich. Und das gab es irgendwie nicht, weil wenn das irgendwie in die Richtung ging, dann hat man irgendwie wieder einen dummen Scherz gemacht. Keine Ahnung, ich fand es mega lustig. Jedenfalls haben wir einfach nur geredet und geredet und geredet. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden. Eigentlich war es arschkalt. Wirklich arschkalt. Ich hätte mich dicker anziehen sollen. Dazu aber gleich mehr. Ja, auf jeden Fall hatte ich schon eine relativ dicke Jacke an. Ich hatte auch einen Pulli, aber irgendwie war kalt. Keine Ahnung, aber wir sind trotzdem einfach weitergelaufen, statt uns irgendwo reinzusetzen. Aber ja, mich hat es nicht irgendwie so richtig gestört, weil wenn du mit einer Person unterwegs bist, die dir eigentlich ganz gut gefällt, also ich habe gemerkt, dass wir irgendwie auf Nenner sind. Wenn du jemanden leiden kannst, dann ist alles andere irgendwie egal. Ja, und er hat mir so viel erzählt, wirklich so viel. Und natürlich hat er auch mich viel gefragt. Er wusste vorher nichts von YouTube, gar nichts, auch nicht von meinem Instagram oder sonst was. Aber natürlich habe ich ihm das jetzt so ein bisschen erzählt. Ich weiß jetzt nicht, ob er das Video sehen wird, das wird ein bisschen peinlich sein. Das haben mich auch super viele gefragt. Er weiß es jetzt erst, seit dem zweiten Treffen, nicht davor. Das wusste er gar nicht. Worüber haben wir noch so geredet, was ich euch so erzählen kann, ohne dass es so mega persönlich wird und ich zu viele Infos preisgebe. Er hat mir über seine Hobbys auf jeden Fall erzählt, was ihn so interessiert. Und irgendwie hat ihn das Ganze noch süßer gemacht, als er eigentlich schon ist. Weil irgendwie passte das zu ihm so. Ich weiß nicht, ich habe ihn mir nicht anders vorgestellt. Kann man das so sagen? Ja, okay, dass er mega crazy ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Er kann, glaube ich, auch ziemlich so normal sein und vor anderen so, aber er hat eine echt crazy Seite, wirklich jetzt richtig durchgeknallt, der Kerl. Irgendwann sind wir auf jeden Fall hungrig geworden und dann sind wir einfach nur zu Mc's gegangen. Ja, wirklich nur zu Mc's. Wir sind nicht irgendwo fancy essen gegangen oder sonst irgendwas, einfach nur zu Mc's, aber ich fand das einfach mega cool. Und dort hat er mir ein Happy Meal ausgegeben und für mich bestellt. Er meinte, ich soll mich schon hinsetzen. Also musste ich ihm ganz schnell meine typische Happy Meal Bestellung sagen. Wirklich ganz schnell habe ich das gemacht. Und irgendwie konnte sich das merken. Keine Ahnung, das hat mich aber beeindruckt, weil normalerweise die meisten, denen ich das so sage, zum Beispiel Freunden oder so, die können sich das meist gar nicht merken so schnell und die sind total überfordert. Und die denken sich so, was jetzt? Und Becky, kannst du mir das nochmal sagen? Er gar nicht. Er hat sich das noch einmal super schnell sagen. Echt gemerkt. Und ja, übrigens, falls ihr meine Happy Meal Bestellung kennt, schreibt es mal jetzt in die Kommentare. Ich bin gespannt, wer richtig von euch liegt. Ja, da haben wir gegessen und noch wieder ein bisschen gelabert. Und dann, als wir wieder rausgegangen sind, als wir draußen rumliefen, Leute, ich hatte ein Scrunchie um. Das habe ich auch noch gefilmt. Ich weiß nicht, ich muss mal auf meinem Handy gucken. Ich füge euch das mal eben hier ein. Auf jeden Fall hat er mein Scrunchie irgendwie weggenommen. Und dann bei sich um den Arm getan. Ich habe den noch nicht zurückbekommen. Keine Ahnung, was er jetzt mit meinem Scrunchie will. Das ist ja voll hier Visco, Girl, Date, Traum, keine Ahnung. Irgendwie zupfte er hier so rum und ja, dann hat er mir das so abgezogen bei sich rumgetan. Keine Ahnung, aber ich fand es irgendwie süß. Ich weiß aber nicht, deswegen musste ich das so heimlich filmen. War wahrscheinlich ein bisschen creepy von mir, aber egal. Ich fand das echt süß, aber ich habe meinen Scrunchie jetzt nicht mehr. Aber ich habe ja sowieso tausende Stück und ja, soll er ruhig behalten. Wofür auch immer. Ich weiß es nicht. Er hat eigentlich viel zu kurze Haare dafür. Er könnte sich jetzt nicht... Doch, vielleicht könnte er sich ein Mini-Pferdeschwanz machen, aber ich weiß nicht warum. Abends sind wir dann noch zusammen ins Kino gegangen. So ganz spontan. Ich glaube, das ist so ein typisches Date-Ding, ins Kino zu gehen. Aber ja, wir hatten irgendwie mega Lust darauf und wir wussten eh nicht, was wir machen sollten sonst noch. Und bevor wir zu Hause einfach nur gammeln und uns langweilig ist, dachten wir, okay, gehen wir ins Kino. Und dort haben wir dann einen Film zusammen geschaut. Er hat mir eine Popcorn gekauft mit einer Cola und er hat sich seine Nachos geholt. Er mag lieber Nachos, er mag nicht so gerne Popcorn, aber umso besser für mich, dann ist keiner mein Popcorn weg. Nein, ich würde sogar teilen, okay, so bin ich nicht. Aber irgendwie mag er kein Popcorn. Wie kann man kein Popcorn mögen? Mal ganz im Ernst, wie kann man kein Popcorn mögen? Und ja, danach war mir echt kalt. Ich hab's ja gesagt, ne? Ich habe mich anscheinend echt nicht dick genug angezogen, aber ich wollte auch nicht mit einem Schlabberpulli rumlaufen, weil
ich dachte mir, das wäre auch ein bisschen zu schlabberig, aber dann hat er mir seinen Pulli gegeben. Ja, den habe ich immer noch. Moment. Und das ist der hier. Ist sogar noch ein Adidas-Pullover. Der riecht so gut. Der riecht einfach mal total nach ihm. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Ich weiß nicht, was für ein Parfüm trägt oder sonst irgendwas oder was das ist oder keine Ahnung, aber das riecht so gut. Als wir dann nach Hause gegangen sind, ich hatte die ganze Zeit seinen Pulli an, der tat mir schon ein bisschen leid. Er hatte nur so ein T-Shirt an und dann seine Bomberjacke so drüber. Ich weiß gar nicht, ob ihm kalt war. Ich habe ihn gefragt, aber er meinte, nein, das ist ja gar kein Problem, dass ich einen Pulli habe und so. Ich soll ihn ruhig anhaben und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob er den zurückhaben will, weil ich will ihn eigentlich gar nicht mehr zurückgeben. Ich möchte ihn gerne behalten, weil ich liebe XXL-Pullis. Der ist richtig groß an mir. Er hat mich dann auf jeden Fall hier zur Tür gebracht und dann, wir haben uns so umarmt, wie wir es ja schon am Anfang gemacht haben, wo ich schon ein bisschen überfordert war. Er hat mich so umarmt und dann hat er mir so ganz schnell einen Kuss auf den Mund gegeben und ist abgehauen. Ich dachte so... war das jetzt echt? Was war das? Hä? Ich habe damit null gerechnet, wirklich null. Ich dachte so, wir umarmen uns und dann geht jeder so seinen Weg wieder und dann, keine Ahnung, treffen wir uns vielleicht nochmal. Wenn er drauf Lust hat, ich hätte auf jeden Fall mega Lust drauf. Aber dann hat er mir auf einmal so ganz schön einen Kuss gegeben auf den Mund und ist dann abgehauen. Aber nur so ein Bussi, ne? Mehr nicht. Ich war echt perplex. Ich will gar nicht wissen, wie ich ausgesehen habe, aber er ist so schnell abgehauen danach. Ja, auf jeden Fall ist das passiert und mehr nicht. Wir haben sonst noch so ein bisschen geschrieben, aber wir haben jetzt noch kein weiteres Treffen ausgemacht. Mal schauen, aber nein, ich bin immer noch nicht mit ihm zusammen, okay? Das dauert ein bisschen, Leute. Man ist nicht sofort mit jemandem zusammen. Nicht nach einem ersten Treffen oder so. Ich finde, da gehört noch ein bisschen mehr Kennenlernen dazu. Also, ich bin noch nicht mit ihm zusammen. Noch nicht. Vielleicht zu Weihnachten, das wäre eigentlich ganz süß. Keine Ahnung. Da muss ich an dieses komische Weihnachtslied von Mariah Carey denken. Nein, das ist zu kitschig, Becky. Hör auf, so kitschig zu sein. Hör einfach auf. Ich hoffe, ihr habt jetzt die Infos, die ihr gerne haben wolltet. Soll ich mich nochmal mit ihm treffen? Soll ich ihn nochmal fragen, Leute? Keine Ahnung. Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Vielleicht gibt es noch ein nächstes Update demnächst. Keine Ahnung. Wir werden mal schauen. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich habe euch so, so doll lieb. Und ja, bye!